Hallo Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich zeige euch heute von TC Electronics den Dark Matter. Der Dark Matter von TC Electronics. Wir haben es hier zu tun mit einem Distortion Pedal, was uns den britischen Marshall Sound einfach liefern soll. Und schauen wir uns jetzt mal die Bedienelemente an. Erst einmal, wir haben einen Gain-Regler. Dieser lässt uns den Zerrgrad bestimmen, den das Pedal offerieren soll. Dann haben wir einen Level-Regler. Der ist einfach für die Lautstärke des Pedals zuständig. Und was ich jetzt cool finde, ist, dass wir nicht nur einen Tone-Potty haben, sondern gleich eine Zweiband-Klangregelung. Und das Coole ist, dass die Potties in der Mitte einrasten und da wird der Sound überhaupt nicht geformt, wenn sie in der Mittelstellung sind. Das heißt, wir können, wenn wir den Bassregler zurückdrehen, werden Bässe aus dem Signal rausgenommen, in der Mittelstellung, wie ich es eben gesagt habe, wird nichts daran geändert, oder wenn wir den Bass reindrehen, dann wird halt erst Bass dazugenommen. Ansonsten haben wir noch einen Voice-Schalter und der sorgt einfach dafür, hier oben, also ich habe mal auf der Website von TC Electronics geschaut, hier oben soll man eher einen Vintage Sound bekommen und hier unten einen moderneren Sound. Was im Endeffekt eigentlich passiert ist, dass die Mitten ein bisschen rausgenommen werden. Es wird alles ein kleines bisschen fokussierter, das werde ich gleich dann mal zeigen. Ja, ansonsten haben wir es natürlich mit einem ganz klassischen Pedal von TC Electronics zu tun. Wir haben es hier mit dieser ganz markanten TC Electronics Form zu tun. Es wird mit 9 Volt versorgt oder mit einem 9 Volt Block. Und ja, ansonsten werde ich euch jetzt einfach mal ein paar Sound Samples vorspielen. Hierfür nutzen wir jetzt einen Looper und ich werde einfach mal ein kleines bisschen an den Knöpfen rumspielen, damit ihr mal seht, wie flexibel das Pedal ist. Jetzt erstmal das Clean-Signal von dem Looper. Jetzt schalten wir das Pedal ein. Okay, jetzt werden wir einfach mal ein bisschen an den Knöpfen umdrehen. We'll be right back.
bleibt mir zu dem Pedal noch zu sagen? Auf jeden Fall, ich bin mit anderen Erwartungen an dieses Pedal rangegangen, weil ich dachte, es ist schwarz, es heißt Dark Matter. Und ich habe natürlich erstmal gedacht, es ist ein Metal Pedal und ich mag keine Metal Pedals, weil die sind fast immer echt schlecht. Und ich habe das Ding gespielt und es klingt doch ziemlich klassisch und eigentlich ziemlich gut für mein Ohr. Und was mir jetzt bei dem Pedal besonders aufgefallen ist, ist natürlich, dass es enorm flexibel ist durch diese Zweiband-Klangregelung, was mir sehr gefallen hat. Und an sich natürlich wieder TC Electronics, wieder mal Daumen hoch für die Qualität. Wir haben ein super solides Gehäuse. Wir haben eine sehr, sehr schöne Naturlackierung und ein sehr schönes Design. Ja, es wackelt wie immer nichts. Die Potties fühlen sich schön. Die Potties fühlen sich wie immer sehr, sehr schön smooth an. Und ja, ansonsten, was ich euch jetzt allerdings noch zeigen möchte, ist, dass das Pedal sehr gut auch auf verschiedene Pickup-Typen reagiert. Das bedeutet, wenn wir es jetzt nochmal anmachen, und wir nehmen hier den Humbucker Mode von dem Lil 59 in meiner Tele, haben wir natürlich erstmal einen richtig fetten, schönen. Wenn wir jetzt allerdings den Pickup noch auf Single Coil splitten, reagiert wirklich das Pedal sehr, sehr schön darauf. Das bedeutet, es wird nicht einfach glatt gebügelt durch einen Haufen Gain, nein. Es wird sehr schön wiedergespiegelt, dass es sich halt jetzt um einen Single Coil handelt. Ist, dass es auch sehr schön dynamisch reagiert einfach. Das bedeutet, ich bin hier in einem schönen, saftigen Gain-Sound drinne. Und jetzt kann ich einfach durch die Spieldynamik den Sound einfach clean machen. Ich werde jetzt einfach noch ein kleines bisschen was für euch spielen. Mir hat es wie immer natürlich Spaß gemacht. Checkt das Pedal definitiv mal aus. Es ist sehr flexibel, von Rock bis Hard Rock. Könnt ihr damit wirklich alles machen und macht's gut.
It's dark here. It's dark matter. Vergesst nicht, abonnieren. Hier geht's zum nächsten Video. Hier zum vorherigen Video. Macht's gut.